Nun geht's weiter, gemäß dem Motto, Kleinvieh macht auch Mist. Der Geschäftsführer der Finanzen Zero.net GmbH, Malte Rubruck, wird uns heute den Königsweg des Fondssparens und dessen magische Wirkung, wie man mit Sparplänen ein Vermögen aufbauen kann, näher bringen. Und Finanzen.net ist ähnlich wie Scalable auch ein sehr guter Neobroker, weil vorhin ist ja mal angesprochen worden, dass es auch Neobroker gibt. Und deswegen auch da rückblickend vielen, vielen Dank für die Zusammenarbeit und Glückwunsch genauso wie an Scalable für den wirklich tollen Erfolg. Ja, vielen Dank. Die Ankündigung hörte sich so ein bisschen an wie, ich würde jetzt hier erklären, wie toll Cost Average ist und wie toll das ist, wenn man mit 25 Euro die eigene Tasche spart und so weiter. Ich habe mal es ein bisschen umgedreht aufgezogen und so, warum haben wir als Neo-Broker uns erst sehr lange gegen Sparpläne entschieden und dann schließlich doch dafür? Wer sind wir? Vielleicht erzähle ich mal ganz kurz zu unserer Geschichte. 2018 als Gratis-Broker gegründet, nachdem auch hier in der Baderbank wir uns einig waren, dass wir uns trauen, das zusammen zu tun. Ende 2019 sind wir im November live gegangen. Nach meinem Verständnis waren wir der erste echte 0-Euro-Broker, bei dem man auch ein Konto eröffnen konnte. Also nicht provisionsfrei sind halt Fremdkostenpauschalen, die man zahlen muss oder ganz viele Wartelisten führen und irgendwann kann man bestimmt mal ein Konto eröffnen. Also November 2019 ersten Konten eröffnet und Ende 2020 zeichnete sich so eine Situation für uns ab, dass wir, oder was waren wir zu dem Zeitpunkt? Wir waren ein Team von 6 Leuten, 3 Gründer plus 3 erste Mitarbeiter. Und was wir nicht geschafft haben in der Tat, war in diesem doch plötzlich, diesem Auge des Hurrikans, in dem wir uns wiederfanden, so mit Trade Republic, Scalable, die irgendwie nur zu schnippen schienen und schon war die nächste 100-Millionen-Finanzierung durch, da haben wir es nicht geschafft, das einzusammeln und haben auch nicht so richtig geschafft zu wachsen. Haben dann aber die Übernahme oder das Zusammengehen mit Finanzen.net, dem größten deutschen Börsenportal, gemacht und heißen seitdem Finanzen.net Zero. Wir haben uns in der Zeit 2019, 2020 extrem tradinglastig weiterentwickelt, indem wir mit HSBC angefangen haben, Optionsscheine zu handeln, HVB, One Markets, DWS, Amundi für ETFs waren immer schon ein bisschen mit dabei. Mit 2021 hatten wir plötzlich ganz andere Möglichkeiten, da ist die App gekommen und da haben wir plötzlich auch angefangen, Sparpläne zu machen. Also ich meine, so ein Sparplan ist jetzt irgendwie, die Komplexität ist ja überschaubar, irgendwie zusammenrechnen, 24 Kunden wollen 100 Euro sparen, also kaufe ich für 2400 Euro und teile das nachher wieder auf. Das ist ja, die Komplexität bewegt sich im Dreisatz und das kann man ja eigentlich relativ machen. Wir haben es aber erst dann getan, haben jetzt weiter Marktdaten, Charts und so weiter ergänzt. Ende 2019 waren ungefähr das unsere Kundenzahlen. Also wir waren eben weitestgehend innenfinanziert aus dem Gründerteam heraus, hatten irgendwie ein bisschen weniger Marketingbudget. Ich kann mich noch mit dem Oliver Riegel an Gespräche erinnern. Wann kommt dann endlich eure Marketingkampagne? Ja, wenn wir die Finanzierung gefunden haben. Sind aber irgendwie ein bisschen weiter gewachsen dann 2020 und deswegen gibt es dieses berühmte 10 times Bader-Projekt. Also wir haben uns im letzten Jahr eben auch einfach verzehnfacht und wachsen so weiter. Also Sparpläne sind irgendwie ein Wachstumsmotor. Warum haben wir uns trotzdem erstmal nur entschieden, wir machen nur Trades? Also man konnte bei uns kaufen, verkaufen und behalten. Fertig. Wir hatten keine Charts. Wir hatten Realtime-Kursinformationen, wenn ich die Order gemacht habe. Es gab keine Charts, es gab keine Marktdaten, es gab keine Info, wann es eine Dividende geben wird oder sonstiges. Man konnte kaufen und verkaufen. Punkt. Nur so war es überhaupt auch möglich, mit 6 Leuten dieses Produkt zu fahren. Aber warum haben wir gesagt, wir machen einen Trade? Naja, zu dem Zeitpunkt war ein Trade für 0 Euro einfach ein echter USP. Es gab nirgendwo anders einen Aktientrade so billig. Das führt auch zu irgendwie einer extrem hohen Umschlaghäufigkeit bei den Kunden und damit vergleichsweise kurzen Return on Invest bei einem Kunden. Und angespannte Finanzlage, das ist extrem wichtig. Also in mehr Generationen konnten wir zu dem Zeitpunkt einfach nicht denken. Problem natürlich irgendwie so eine vergleichsweise kleine Zielgruppe und echte Trader gewinnen ist natürlich irgendwie teuer. Also klassische Online-Banken
geben für ein Depot irgendwie 300 Euro aus. Das ist vielleicht für einen Vermögensverwaltungskunden wahrscheinlich billig, aber wenn man eben mehrere 10.000 haben möchte davon, doch eher teuer. Dagegen Sparpläne habe ich natürlich eine viel größere Zielgruppe, weil 25 Euro haben viel eher Menschen als 1.000 oder da gibt es einfach mehr von oder die auch mehr bereit sind. Was extrem spannend ist oder wichtig ist natürlich die Stickiness. Also ein Kunde, der einfach sagt, ja, ich will jeden Monat sparen, der hat jeden Monat auf seinem Konto eine Aktivität und der hat auch wieder irgendwie jeden Monat einen Grund nachzugucken, was eigentlich passiert ist. Für uns als ein 0-Euro-Anbieter auch extrem wichtig, naja, ETF-Anbieter finden Sparpläne total super und sind dafür bereit zu zahlen. Für den Trade rein raus im DAX-ETF hat keiner was von. Und meine persönliche Überzeugung ist halt ein Top-Produkt auch für den Kunden. Wenn ich kostenlos in einen ETF sparen kann, ist das ziemlich unschlagbar billig. Und wenn man der These folgt, dass Kosten einsparen für einen Vermögensaufbau wichtig sind, dann ist das ein Top-Produkt. Aus unserer Sicht natürlich irgendwie aber fatal, wenn ich sage, naja, ich habe vielleicht nicht die 300 Euro, die so eine klassische Online-Bank bezahlt, aber 100 Euro Kundengewinnungskosten und verdiene dann an so einer Ausführung Cent. Dann brauche ich an so einem Kunden irgendwie, habe ich so eine Amortisierungszeit von 80 bis 96 Jahren oder irgendwie sowas. Ist für ein klammes Start-up irgendwie ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir das sehr lange nicht gemacht. Und was denn auch immer die Überlegung ist, wer macht das denn eigentlich? Es gibt diese oder eine ähnliche Aufteilung von Kunden, findet man, glaube ich, in jeder Bank. Es gibt irgendwie so eine Spitze von Heavy-Tradern, dann gibt es Trader, die das sehr häufig tun, hobbymäßig, semi-professionell unterwegs sind. Dann gibt es irgendwie so eine große Gruppe von Buy-and-Hold-Investoren oder die halt alle einmal im Jahr ihr komplettes Depot umschichten. Und inaktive Kunden, Kunden, die heute eigentlich noch überhaupt nicht am Kapitalmarkt dran sind. Was haben wir mit unserem Preismodell oder mit unserem Geschäftsmodell, mit dem Thema Neo-Brokerage, also extrem günstige Wertpapiertransaktionen anzubieten, eigentlich erreicht an der Stelle? Ich glaube, wir haben erreicht, dass sich diese Gruppen überall nach unten verschoben haben oder dass sich diese Grenzen nach unten verschoben haben. Ganz unten sehen wir, dass eben komplett neue Zielgruppen beginnen, in den Kapitalmarkt zu investieren. Wenn ich mir angucke, früher hatte ich bei einem klassischen Online-Broker irgendwie eine Aktienorder für 1.000 Euro, für 10 Euro Provision. Das war so das Nominal. Tatsächlich kamen dann noch irgendwie 4, 5, 6 Euro irgendwelche komischen Nebenkosten obendrauf. Das heißt, ich bin beim Roundtown plötzlich für 30 Euro. Und wenn ich das mit 1.000 Euro gemacht habe, selbst wenn ich 6% Gewinn gemacht habe mit meinem Trade, hatte ich noch 3% Kosten eigentlich. Und das war schon billig. Jetzt haben wir halt den Preis gesenkt und damit ist es für auch kleine Orders plötzlich viel attraktiver, überhaupt etwas zu tun. Und auch durch eine komplette Vereinfachung. Also bei uns kann ich sagen, ich will die Daimler kaufen oder verkaufen. Ich brauche nicht auszusuchen, an welchem Börsenplatz das passieren soll, weil das Entscheidende ist, ob ich eine Aktie habe oder ob ich sie nicht habe. Es ist nicht entscheidend für meinen Erfolg, das ist meine Überzeugung, an welchem Börsenplatz ich sie gekauft habe. Gleichzeitig in klassischen Online-Bank-Frontends kann ich mir dann irgendwie 46 Börsenplätze auswählen. Eine vollkommen irrelevante Entscheidung eigentlich für den Endkunden. Deswegen wird es extrem simpel auf unserer Website und auch in der App und es wird extrem günstig. Deswegen verschieben wir so diese Zielgruppen an der Stelle. Und die klassische Lehre ist auch immer, das Trading ist sozusagen für diese Spitze und unten gibt es den Sparplan. Was wir sehen, ist etwas bisschen anderes zumindest. Wir sehen einfach, dass es diese echte Trennung gar nicht so richtig gibt. Weil auch extrem kleine Kunden, die das erste Mal anfangen, sehen wir, dass die anfangen zu traden. Dass die nicht sagen, ich gehe in einen Sparplan. Also ja, das Extrembeispiel ist natürlich, ich fange an, GameStop zu kaufen, weil irgendwo bei Reddit habe ich gelesen, ich soll das tun. Das ist irgendwie so, das ist das absolute Extremding. Aber wir sehen auch, dass sehr viele Kunden, die bislang wirklich nichts mit dem Kapitalmarkt zu tun hatten, anfangen, das wirklich selbst in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich fange an zu investieren und ich handle bewusst und gezielt meine Aktien, ETFs etc. Und
Wir sehen, dass auch der Sparplan einfach eigentlich diese komplette Pyramide durchdringt. Und ich meine, der Sparplan bei uns ist ein ziemlich simples Produkt. Also das ist, ich kann sagen, wie viel Euro ich in welchen ETF investieren will und dann passiert das monatlich. Punkt. Das ist alles, was wir an der Stelle anbieten. Weit über 10% aller Kunden nutzen das. Regelmäßig, dauerhaft und konsequent und das eben auch wirklich über die komplette Kundengruppe durch. Also es gibt durchaus 7- oder 8-stellige Depots, in denen es Sparpläne gibt. Die sind dann meist ein bisschen mehr als 25 Euro, ja, aber die Verteilung ist ganz klar so, dass wir bei den Basiskunden irgendwie den höheren Anteil haben von Sparplänen, ja, aber es zieht sich bis in die Spitze dieser Pyramide, sowohl was die Transaktionshäufigkeit gibt, also auch der Daytrader oder Heavy Trader, der hat auch einen Sparplan und auch der Millionär spart weiter. Auch da sozusagen ist wahrscheinlich eher das Thema systematisches Investieren das Entscheidende. Da fehlt uns dann der persönliche Kontakt, um zu fragen, warum sie das tun. Wir sehen immer nur, was sie tun. Das wäre wahrscheinlich dann eher die Überlegung darüber, systematisch sich in den Markt einzukaufen und nicht unbedingt tatsächlich der Spargedanke im Hintergrund, aber er nutzt dieses Produkt, er und sie nutzen dieses Produkt. Dann an der Stelle noch einige Überlegungen. Ich habe mir ein paar Zahlen angeguckt sozusagen, weil unsere Kernüberlegung war ja in der ersten Überlegung, warum wir irgendwie das Thema Sparplan bewusst nicht gemacht haben. Können wir uns gar nicht leisten. Dauert viel zu lange. Ich habe mir jetzt mal angeguckt, ein paar Zahlen. Wie hat sich das entwickelt? Ich habe mir angeguckt, die Kunden, die bei uns im letzten Jahr eröffnet haben. Also das waren schon einige, wie gesagt. Und ich habe mir angeguckt, was diese Kunden jetzt in diesem Jahr gemacht haben, um so eine halbwegs vergleichbare Zeitreihe zu haben. Und ich habe die Kunden eingeteilt in, der hat einen Sparplan und der hat keinen Sparplan. Und wenn ich mir die Kunden mit Sparplan angucke, dann hatten die bloß 13% weniger Transaktionen in diesem Jahr als die, die keinen hatten. Also die These, so ein Sparplan ist super langweilig und der macht dann auch nichts anderes mehr, stimmt nicht. Der Sparplan ist ein Produkt, mit dem wir den Kunden gewinnen, an uns binden können. Und der macht dann auch den einzelnen Aktientrade, der kauft auch mal den Optionsschein, obwohl er wegen des Sparplans zu uns gekommen ist. Wie viel Wertpapier hat so ein Kunde? Ja, auch das ist bei Kunden, die einen Sparplan haben, im Schnitt ein bisschen weniger. Das heißt sozusagen, die Kunden, die sparen noch, sind noch nicht ganz am Ziel. Klingt auch irgendwie plausibel, aber das ist extrem wenig Unterschied eigentlich. Ich war überrascht, dass das auch schon so viel sind, weil, wie gesagt, bei uns geht der Sparplan bei 25 Euro los. Wir hatten sehr viel Diskussion. Ich meine, es gibt auch Sparpläne beim Markt teilweise ab 1 Euro. Mir erschließt sich nicht so ganz, was daraus werden soll. Wenn man monatlich 1 Euro spart, das ist bestimmt gut. Also, ich weiß noch, meine Tante, die hatte so einen Kalender, irgendwie eine Marke am Tag für Brot für die Welt oder irgendwie sowas. Das macht vielleicht Sinn, aber 1 Euro im Monat in einen Sparplan, so gut kann der MSCI World nicht laufen. Oder auch wahrscheinlich kein Vermögensverwalter, das aktiv wirklich zu einem sinnvollen Vermögen bringen. Es mag ein Einstieg sein, aber nicht wirklich nachhaltig. Aber wir sehen hier auch Kunden, die offensichtlich ein starkes Sparmotiv sind bereits wohlhabend, würde ich mal sagen, oder verfügen bereits über signifikante Assets. Und bauen das weiter auf. Und was natürlich extrem spannend ist, wenn ich mir angucke, wie oft haben diese Kunden einfach in 2022 noch eingezahlt, auch das ist irgendwie vielleicht ein No-Brainer. Wenn ich natürlich spare, zahle ich auch regelmäßig ein. Also die zahlen fast 3-mal häufiger noch Geld nachträglich dann ein, wenn die Kundenbeziehung steht. Und damit wächst einfach dieses Produkt von ganz alleine, das ist ein Wachstumsmotor, der uns von ganz alleine zusätzliche Assets generiert. Und ich würde mal davon ausgehen, ich habe jetzt noch keine Zeitreihen so lang, dass wir über kurz oder lang dann einfach dieses Gap beim Bestand auch schließen werden. Und was wir sehen ist, auch mit dem Gap beim Bestand sozusagen an anderen Stellen,
bin ich gespannt, ob sich auch dieses Thema Trades pro Kunde schließt. Sozusagen, das heißt, dieses eigentlich extrem margenschwache Geschäft, ich verdiene ein paar Cent an einer Ausführung eines Sparplans, führt dazu, dass ich extrem attraktive Kunden für mich gewinnen kann und einfach das zahlt auf diverse Themen, die ich einfach habe, mit ein. Damit komme ich zu dem Thema, ist das denn ein gutes Produkt oder nicht? Also ich glaube, das ist sowohl für uns als ein Thema, weil es einfach diese Stickiness, das Thema die Kundenbindung einfach erhöht und es bringt mir auch noch kontinuierliches Wachstum. Es bringt einen viel besseren Return on Invest, als wir erwartet hätten. Und es ist ein Einsteigerprodukt, das auch Profis nutzen. Also wenn ich mir angucke, dass selbst Kunden, die mehrere hundert Transaktionen im Monat machen, Sparpläne unterhalten bei uns, ist das ein Produkt, das sich wirklich durch alle Kundengruppen durchzieht. Und damit komme ich zum Ergebnis, ein gutes Produkt für Kunden und Broker, auf jeden Fall aus unserer Sicht und auch als ein Neo-Broker irgendwie, der versucht, möglichst neue Zielgruppen zu ergreifen, ist dieser Klassiker-Sparplan einfach nach wie vor ein extrem elementar wichtiges Produkt. Ja, mich sogar vor meiner Zeit. Große Überraschung. Vielen Dank. Neo-Broker-Style, effizient in kurzer Zeit. Deswegen auch früher fertig. Vielen Dank. Jetzt wissen wir, wie man mit Kleinvieh auch Mist machen kann. Genau. Vielen Dank.